Hallihallöchen Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Videoreihe, einem kleinen Projekt. Vielleicht wird es auch ein bisschen größer, mal schauen. Denn die Idee dahinter ist, ich möchte mich ein bisschen mehr intensiver mit Worldbuilding beschäftigen. Nicht unbedingt auf einem Level von, ich baue mir eine komplette eigene Welt und tue da Dinge, sondern auf so einem allgemeinen praktischen Level. Und ich möchte das im Optimalfall so machen, dass ich euch da rein integriere, im Sinne von, ihr könnt Ideen mit reinbringen. Ich habe sogar überlegt, ob ich das Ganze vielleicht stückweise live mache, aber ich befürchte, dafür ist die Reichweite nicht gut genug, dementsprechend, also gut genug im Sinne von, wenn dann halt niemand da ist oder kaum jemand da ist, der sich beteiligt, dann bringt es wahrscheinlich mehr, wenn ich das als Videos produziere. Ihr, wenn ihr Bock drauf habt, Kommentare schreibt und ich dann in folgenden Videos auf Kommentare eingehe, auf Ideen, die davon kommen. Die generelle Idee, darauf möchte ich heute erstmal eingehen oder die Intention dahinter, denn es geht mir darum, dass ich gerne was basteln möchte, was mir so eine allgemeine Grundlage einer Fantasy-Welt gibt, mit der ich arbeiten kann, wenn ich da Sachen ausbaue oder wenn ich Sachen irgendwo reinwerfe. Ich habe es recht häufiger mal, dass ich gerne One-Shots leite und hier mal was, da mal was so ein bisschen und die sind dann halt immer sehr lose und einzelne Dinge und am Ende denke ich mir so, eigentlich wäre es cool, wenn das so ein bisschen überspannender wäre. Denn zum einen ist es, glaube ich, für Spieler cool, wenn sie feststellen, aha, das hatten wir schon mal in einem anderen System, in einem anderen Setting irgendwo, dass Sachen wieder auftauchen, im Sinne von zum Beispiel die gleichen Götter oder so etwas. Und andererseits gibt es halt auch die Möglichkeit, das Spiel unheimlich viel reicher zu gestalten, wenn mehr Hintergrund da ist. Und das muss halt nicht super detailliert sein. Ich weiß, es gibt Leute, die schreiben sich bücherweise Kram zusammen. Das ist nicht so meine Welt. Da bin ich nicht derjenige, der dann Bock drauf hat, sich so viel vorher vorzubereiten und so viel vorher aufzuschreiben, was er vielleicht nie braucht. Aber ich glaube, es kann halt super cool sein, viele Ansätze zu haben, die man leicht umbauen kann. Und daher jetzt diese Idee, das so zu starten. Ich habe da ein bisschen was an Ideen, ein bisschen was an Material und ein bisschen Herangehensweise. Weil mir geht es halt um Sachen wie, ich habe jetzt kürzlich dieses hübsche Ding hier bekommen. For Coin and Blood. Das ist ein cooles Fantasy-Setting, ist ein OSA-System und die Welt, das bringt halt in dem Sinne keine Welt mit, sondern es setzt halt an zu, ihr spielt die Anti-Helden in so einem richtig dreckigen Setting. So dieses diejenigen, die Leuten die Kehle aufschneiden führen für Euro 50, so ungefähr. Und da hast du dann halt so Charakterklassen drin, wie, wo haben wir sie? Bup, 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 bup. Wir haben dann die Assassine, klar. Blackguard, also jemand, der halt ja, schwarze Magie in Kampfklasse mit reinnimmt. Cutpurse ist der hier Beutelschneider, also jemand, der halt auf der Straße klaut. Diabolisten, der Execution, also der Henker. Ritter, der mehr oder weniger gefallen ist. Machiavellian ist, noch Machiavellian. Es müsste ein, ich spreche es garantiert falsch aus, jemand, der viel mit Macht und Intrigen arbeitet, der klassische böse Magier, der korrumpierte Priester, Sellsword, also einfache Söldner und der Hexenjäger. So, dafür kann man, glaube ich, damit kann man ein super cooles Spiel machen, aber es profitiert davon, dass man eine Welt drumherum hat. Und ich habe, ja, wie gesagt, ein bisschen Material. Zum einen habe ich zum Beispiel dieses Ding hier, Nock, habe ich ja schon mal vorgestellt. Und da sind coole Sachen drin. Ich habe zum Beispiel unheimlich Bock, dieses Kanalisationsding irgendwann mal auszubauen. Jetzt mich, Gott, das ist eigentlich noch mit drin. Sie haben mehr davon, was einem einen, im Endeffekt hier soweit Tabellen gibt, um schnell und einfach eine Kanalisation zu erschaffen. Und jetzt wäre meine Idee, daraus halt einfach mal was aufzubauen. Und das andere, was ich neu habe und wo noch ein bisschen was hinzukommt, ist dieses hübsche Ding hier, der Urban Settings Theosaurus. Da kommen noch ein paar mehr von. Das ist der jetzt erst der jetzt heute ankam. Ich habe mir noch positive Dinge, negative Dinge und Emotionen aus was, glaube ich, bestellt. Ich bin gerade nicht sicher, aber es kommen noch drei weitere. Die habe ich kürzlich bei Hauke nochmal gesehen, dachte mir, ja, das ist eigentlich eine coole Sache. Ich habe vor denen vor ein paar Jahren schon mal gehört und mir gedacht, so, das ist eigentlich eine coole Idee. Das sind Handbücher, die einem Universal Tools in die Hand geben, im Sinne von Sachen, die vorhanden sind. Also hier dem Urban Setting Ding hat man halt ganz viele Sachen, die man in der Stadt findet. Zum Beispiel hier gerade ein Waiting Room. Dann immer eine Doppelseite mit Sights, also wie sieht es da aus, was gibt es da zu sehen, Sounds, was es da zu hören gibt, Gerüche, super cool, Taste, also das, was man an Essen dort findet, Textures und Sensations, also das, was man so irgendwie, ja, an Texturen und an Sinneseindrücken dort bekommen kann, darüber hinaus, also das können also was sein wie Dry Throat, Crossing and Uncrossing One's Legs, also so Sachen, die passieren. Possible Sources of Conflict, was halt immer super interessant ist, was für Ideen Leute kommen, was Konflikt verursachen kann. Leute, die da typisch gefunden werden, Orte, die in Verbindung dazu stehen, Setting Notes und Tipps generell und ein Beispiel. Das ist, finde ich, eine ziemlich coole Sache, weil man damit halt Ideen poolen kann oder Sachen rausholen kann. Das ist halt theoretisch gesehen, sind die Sachen gedacht für Autoren, um halt wirklich, ja, Schreiberlingen,
damit auseinander anzugeben. Aber ich freue mich vor allen Dingen schon auf dieses positive und negative Charaktereigenschaften-Ding, weil man das halt super in Rollenspiel einbauen kann. Und das hier habe ich primär für Vampire, weil ich mir dachte, das ist dafür eine coole Sache, um halt so die Locations ein bisschen detailreicher zu bekommen. Kann man hier aber, glaube ich, auch benutzen. Und vielleicht mache ich auch mal so ein bisschen Ausweitung hiervon für Vampire, wenn sich das anbietet. Aber da kann man halt, glaube ich, cool was draus machen. Und so mit so ganz vielen Tools in der Hinterhand ist meine Idee jetzt erstmal, Ideen zu sammeln. Und dafür switchen wir mal auf die OneNote-Ansicht drüber. Hier drin werde ich das Ganze basteln und zusammensammeln. Und ich habe halt hier mir schon mal ein paar Ideen zusammengesammelt, so mit der Grundidee, was ich in dem Setting cool finde, was ich drin haben will. Und auf die ich dann aufbauen will. Diese Ideen werden halt quasi, der Plan ist, ich sammle hier halt weiter Ideen und in einzelnen Videos nehme ich dann mehr Ideen davon und baue das dann ein bisschen aus und rede über Details, wie ich das einbaue und versuche euch da halt so ein bisschen mit reinzunehmen. Und wenn dann von euch auf einmal coole Ideen kommen, wird das halt mit reingewerkelt, gibt es vielleicht Folgevideos oder es kommt eine ganz andere Idee, die ihr habt, was halt irgendwie cool dazu ist, die dann halt mal ein extra Video bekommt. Mal schauen. Erste Feststellung, so als grober Form möchte ich mehrere Kontinente und Länder haben oder generell unterschiedliche Kontinente und Länder, passt vielleicht sogar besser. Einfach deswegen, weil man dadurch die Möglichkeit hat zu sagen, man kann Sachen abgrenzen und kann quasi sich Zonen haben, wo Sachen auf bestimmte Weise für bestimmte Systeme funktionieren. Also wenn ich jetzt ein grimdarkes Low-Fantasy-Setting haben will, kann ich das da reinwerfen, während ich vielleicht an einer anderen Stelle so ein High-Fantasy-Ding habe und kann halt quasi sagen, okay, verschiedene Kontinente sind voneinander losgelöst, ich muss nicht erklären, warum das alles parallel existiert, denn generell will ich das Ganze halt so ein bisschen variabel halten. Ich bin prinzipiell kein Fan von zu viel High Fantasy, ich mag es lieber grim und dark, aber ich will halt jetzt nicht alles bis zum Ende durchgeplant und logisch haben und alles an jeder Stelle aufgehen, sondern es soll halt durchaus so sein, dass wenn ich jetzt in dem Ding hier mich hinstelle und sage, hey, es gibt jetzt da irgendwie eine Stadt und da passieren Dinge, dann sollen halt Teile von dem, was ich hier vorbereitet habe, mit reingenommen werden, aber andere werden vielleicht rausgelassen. Denn am Spieltisch, meine Spieler werden da kein Buch drüber führen, was sie schon mal gehört oder gesehen haben oder sowas. Also wird da ein guter Teil davon also natürlich, es muss in gewissem Maß logisch intern stimmig sein. Es kann nicht sein, dass sich jedes Mal oder dass an einem Spielabend sich Sachen widersprechen, aber weil etwas an einem Abend irgendwo gehört wurde, heißt es halt nicht, dass es am nächsten Abend in einem anderen Setting oder in einem anderen Regelsystem wieder so auftauchen muss. So, dementsprechend kann ich das halt ein bisschen variabel halten und das kann man halt damit durchaus abgrenzen. Dann generell möchte ich gerne mit einem Feudalsystem arbeiten, das sagt Herrschaft durch Macht. Einfach, weil ich das für Fantasy-Settings cool finde. Ich mag so ein bisschen ich mag an sich Feudalsysteme oder so dieses Konzept von Hierarchie mit drin und dann hat man da halt Titel und Adel und Kram und kann damit arbeiten. Aber ich finde es unheimlich anstrengend, wenn sich das erklärt durch, es ist halt so. Weil das war schon immer so. Sondern ich will mir durchaus so viel Logik mit reinbringen, dass ich sage, wenn jemand irgendwo herrscht, dann muss ich mir überlegen, wodurch der die Macht dazu hat zu herrschen. Und wenn er sie nicht hat, wird er halt vielleicht abgesetzt. Generell soll es in der Welt reichlich Monster geben. Monster natürlich in Anführungsstrichen, je nachdem, wie sich das pro Situation auswirkt oder was Bewohner an einem Ort als Monster sehen. Aber generell mag ich es, wenn es halt abseits der Zivilisation viel Monster gibt, was halt auch impliziert, dass die Menschen das wissen und das kennen. Und dass es nicht so ein ist, du gehst aus dem Dorf raus und findest auf einmal irgendwo einen Goblin und für dich bricht die Welt zusammen, dass es so etwas gibt, sondern es soll halt durchaus, Leute sollen wissen, dass wenn du abseits der geordneten, existenten, zivilisierten Welt bist, dass da halt Trolle und Ogre sein können. Was halt auch, also deswegen finde ich das wichtig ist, das vorher einmal festzuhalten, weil es halt immer die Frage gibt, der Konflikt, der existiert, ist das ein zwischenmenschlicher Konflikt oder ein Konflikt zwischen Mensch und Gegner? Und Monster können halt eine Gegnerrolle einnehmen, während und können dabei gewissem Maß entmenschlicht sein im Sinne von, man kann halt sagen, okay, das sind Trolle, die sind halt einfach das Böse, fertig. Das muss ich nicht rechtfertigen. Ich muss Trollen keine Menschenrechte geben, wenn ich da gerade davon rede, dass das Monster sind. Während, wenn man natürlich damit spielt, dass es verschiedene Menschen sind, man sich überlegen muss, warum zum Hölle ist der jetzt der Feind? Das soll natürlich auch existieren, klar, aber es soll halt auch die Möglichkeit geben zu sagen, da draußen ist ein böses Monster, das ist unser Problem. Go for it. Was halt meist so ein Heldenrechtfertigungsgrund, warum man etwas macht, deutlich einfacher macht. Es sollen Götter existieren, weil, naja, Religion ist halt mal ein interessantes Thema, aber Götter sollen eigene Ziele verfolgen, was halt heißt, sie sind nicht zwangsweise gut. Also es soll nicht, ich mag das nicht, wenn man so ein typisches Fantasy-Pantheon hat, was dazu da ist, zu sagen, hier sind Götter, die kümmern sich um euch
und das sind eure guten Götter und am anderen Ende des Spektrums sind die bösen Götter. Und vielleicht gibt es daneben noch so ein paar Neutrale, denen egal ist, was passiert. Ich mag es, wenn an der Stelle auch nicht, wenn in Fantasy-Systemen so eine sehr moderne Herangehensweise an Religion genommen wird, nämlich mein Gott hat recht oder meine Götter haben recht. Das habe ich häufig genug erlebt, dass wenn halt Spieler, die in unserer Welt aufgewachsen sind und unser Verständnis von Religion haben, sprich, da ist das Christentum als primäres Ding, weil damit wachsen wir auf und das sagt, unser Gott hat recht, andere Götter gibt es nicht, sorgt das halt leicht dafür, dass man im Fantasy-Setting sich hinstellt und sagt, meine Götter sind die richtigen, alle anderen sind falsch. Und das finde ich persönlich super anstrengend, weil das dafür sorgt, dass es immer so ein eisernes Spiel hat von der Kleriker kann nicht mit dem anderen reden, weil das ist ja der von dem anderen Gott und der ist falsch. Das will ich nicht in der Welt, wenn ich daran Fantasy-Dinge bastel, sondern ich will halt schon den Punkt haben von, Leute glauben an Götter. Und es gibt sicherlich Götter, die sich um Leute kümmern und denen beistehen. Es gibt aber auch sicherlich Götter, die ganz andere Ziele verfolgen und Scheiß drauf geben, was die Menschen machen. Wenn Menschen die dann verehren, kann man sich halt beschäftigen, was passiert dann. Es kann sicherlich geben, dass in einem der Länder jemand sagt, ich herrsche, weil unser Gott ist Rakladok. Und Rakladok schützt uns und alle, die sich uns anschließen in unserem Land, werden von ihm geschützt und wir sind stark und erfolgreich. Und wenn wir gegen unser Nachbarland ziehen, dann wird Rakladok uns zum Sieg führen. Dann führen die aber nicht Krieg, weil Rakladok der richtige Gott ist und die anderen Götter falsch, sondern sie führen Krieg, weil wir wollen die erobern und Rakladok steht uns bei. Und wenn wir die besiegen, war deren Gott halt schwächer als Rakladok und die werden bei uns eingegliedert. Das finde ich halt viel interessanter, weil es Religion nicht zu so einem Ja-Nein-Ding macht. Zu so einem entweder habt unser Gott recht oder euer Gott hat recht. Oder Gott im Sinne von, es können halt auch unsere Götter, eure Götter sein oder so etwas. Das finde ich halt anstrengend und frustrierend. Götter sollen etwas sein, was das Spiel bereichert, was dafür sorgt, dass eine Nuance dazukommt. Ein Kleriker soll sich nicht hinstellen auf dem Dorfplatz und sagen, ich vertrete den einzig wahren Gott, alle anderen müssen verbrennt werden. Weil das ist einmalig cool, aber wenn man sich dann hinstellt, ins Nachbardorf kommt und mit Leuten reden muss, ist das Kacke. Und das macht Spiel schwieriger. Natürlich gibt es immer mal wieder Fanatiker, die halt für interessante Plots und Dinge sorgen können, aber vom generellen Konzept her soll Religion etwas sein, was nicht radikal in dem Sinne ist, wie es bei unserer Welt zum Teil schon, wir das halt von der Idee her mitnehmen, sondern es soll halt eher eine Koexistenz der Götter sein und dadurch halt auch erreichen, dass nicht dieser Punkt kommt von wir sind die Guten, weil unser Gott, weil unsere Götter sind halt nicht zwangsweise gut. Was gleichzeitig den Raum lässt, dass es halt auch andere gibt, die, nur weil sie andere Götter glauben, nicht automatisch böse sind. Weil rein gut-böse ist halt... Dann soll es äußere Götter geben. Das ist einfach nur die Idee von, die bedrohen halt irgendwie die Welt von weiter außen. Die haben halt sicherlich irgendwelche Kulte und die haben halt irgendwelche Art von Alienwesen, die generell die Existenz bedrohen. Da kann man halt dann mal, wenn man Spaß dran hat, fluide Aspekte reinnehmen. Man kann vielleicht auch mal irgendwelche anderen Alien-Movies bedienen. Man kann auch irgendwelche einfach obskuren Kulte nehmen, die halt irgendeinem Gott folgen, der, wenn sie sein Ritual erfüllen, die ganze Stadt in der Seuche untergehen lässt oder so. Die Idee dahinter ist, dass es damit etwas Bedrohliches geben soll, dass es damit immer eine Rechtfertigung gibt, warum es etwas gibt, was stärker ist als die herrschende Bevölkerungsgruppe. Also für jedes, egal wie mächtiges menschliches Reich, gibt es damit halt die Option zu sagen, da gibt es etwas Größeres, was das jetzt bedroht. Gleichzeitig, dadurch, dass es aber durch Kulte arbeiten kann, ist die Idee auch, dass es halt korrumpieren kann und dass es dafür sorgen kann, dass Menschen gegen Menschen kämpfen. Ohne und dann halt auch nicht so klar ist von, erstmal ist das, was von da außen kommt, das Böse, weil natürlich ist das Böse, es kommt von außen. Aber wenn jetzt die einen Kult aufgebaut haben, der eine Stadt übernommen hat und jetzt gegen eine andere Stadt in den Krieg zieht, dann ist der Typ, den man erschlägt, halt nicht das große Wesen von da draußen, sondern das ist halt der Mensch, der mit diesem Wesen zu tun hat. Und natürlich kann es Punkte geben, wo man sagt, so, okay, der Kult basiert darauf, dass sie glauben, die äußeren Wesen sind so mächtig, dass es eh keinen Sinn hat, aber wenn wir uns ihnen ergeben, dann töten sie uns schnell und das ist nett. Vielleicht ist es aber auch irgendwie eine Machtkontrolle von außen. Oder vielleicht sind es auch Menschen, die einfach nur von außen Macht versprochen bekommen haben und weil sie diese Macht für irgendetwas für sich brauchten, zum Beispiel um zu überleben, und danach dann aber unter Kontrolle dieser Macht stehen und halt immer wieder ein gewisses Maß Gegenleistung bringen müssen. Also wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel einen Barbarenstamm, der über die Weiten zieht, der halt von irgendwie einem, von einer Seuche bedroht wurde und sich dann hinstellt und einen dieser äußeren Götter wendet, der ihn vor der Seuche schützt, aber dann halt einen regelmäßigen Tribut in Blutopfern fordert als Gegenleistung dafür.
Und dann müssen diese Barbaren halt losziehen und müssen halt irgendwo Leute entführen, die sie opfern können, weil sonst müssen sie halt ihre eigenen Leute opfern. Das ist ja Kacke. So. Das sind halt nicht per se böse Menschen, sondern das sind Menschen, die in einem moralischen Dilemma standen und eine Entscheidung getroffen haben und jetzt die Folgen davon sich auswirken. Das sorgt halt dafür, dass man daraus cooles Spiel machen kann. Finde ich persönlich zumindest. Und dann gibt es eine Idee, die zugegebenermaßen habe ich mir ein bisschen bei Warhammer 40k geklaut, weil ich sie an sich sehr cool finde und weil ich sie glaube, man kann sie hier in den Fantasy-Setting immer noch cool einbauen. Und es passiert gar nicht so häufig, wie ich es teilweise gerne hätte, nämlich eine Inquisition. Was ist das? Das sind Leute, die suchen und jagen Anhänger und Diener von äußeren Göttern. Das ist also so ein bisschen so ein Gegenpol. Deswegen, weil ich ja vorher gesagt habe, es Götter existieren, sind aber nicht die guten Götter, die gegen die bösen Götter von außen stehen, kann das halt auch heißen, dass wenn da von außen ein äußerer Gott kommt und dann irgendeinen großen Plan hat, um die Welt zu bedrohen, dann interessiert die Götter hier das ein Scheiß, weil sie halt gerade nichts damit zu tun haben, weil sie andere Probleme haben, sich um andere Dinge kümmern. Also müssen die Menschen sich halt auch mal um ihren Kram selber kümmern. Mir fällt gar nicht am Punkt übersprungen, aber zu dem kommen wir gleich nochmal. Was halt heißt, es gibt da so eine Gruppierung, die sich halt generell damit beschäftigt, gegen sowas gegenzuziehen. Und prinzipiell gibt es alte Verträge, die denen erlauben, Truppen in Reichen zu requirieren. Wie weit daran aber sich daran gehalten wird, ist halt relativ. Das soll halt heißen, man kann halt, also das finde ich eine super geile Grundlage für so einen Plot. Sondern da kommt jetzt ein Typ in euer Dorf und der requiriert euch 4, weil er irgendwas besiegen muss. Und euer Dorf hat sich halt als Teil dieses Reiches hier irgendwann mal, hat das Reich diesem Vertrag zugesagt. Also seid ihr jetzt genötigt, da mitzugehen. Und tut Dinge. Und habt damit haben wir einen Hook, warum ihr in ein Abenteuer reinkommt. Oder andersherum, vielleicht ist die Gruppe eine aktive Zelle an Inquisitionsanhängern, die halt irgendwas jagen und dabei halt immer wieder dem durch die Welt hinterherreisen und in jedem Dorf neu oder jeder Stadt neu überlegen müssen, wie sie die Leute hier dazu bringen, ihnen tatsächlich Truppen zur Verfügung zu stellen, die sie gerade für die nächste Schlacht brauchen oder sowas. Das ist, finde ich, eine coole Grundlage für Plots und für Stories, die passieren können. Gleichzeitig ist das halt auch so ein Ding von, es kann da sein oder es kann nicht da sein und keiner kriegt es mit. Oder das Nicht-Dasein sorgt jetzt nicht dafür, dass die Welt auf einmal nicht mehr stimmig ist. Sondern das ist halt eine Organisation, die auch deren Macht hat auch nicht unbedingt jedem bekannt ist oder jeder erwartet, dass sie passieren. Und sie sind sicherlich aggressiv und radikal in dem Sinne, dass sie gegen die äußeren Wesen vorgehen, die äußeren Götter. Aber wie mächtig sie darin sind, ist halt, was dafür sorgt, dass ich das halt, wenn ich es für einen Plot haben will, anpassen und hochfahren kann. Und wenn es halt irgendwo irrelevant ist, dann sind sie da halt gerade nicht aktiv und haben da nicht so viel Macht. Was ich eine ganz coole Sache finde. Dann, weil ich es gerade übersprungen habe, Menschen sind circa 96% der Bevölkerung. Das ist jetzt so ein bisschen, die genaue Nummer ist nicht so wichtig, aber mir geht es um die Idee dahinter zu sagen, ich möchte recht viele Menschen. Aus zwei Gründen. Zum einen, das sorgt dafür, dass alle Fantasy-Rassen auf einmal interessanter und cooler sind, weil sie selten sind und was Besonderes sind. Gleichzeitig soll gibt es auch einen Grund zu sagen, es gibt zwischen Menschen und Unterschiede. Es gibt verschiedene Stämme, verschiedene Völkerungsgruppen, so abhängig davon, wie du lebst, hast du dich. Das muss ja noch nicht mal sein, von wie krass entwickeln die sich unterschiedlich, sondern einfach ein Zugehörigkeitsgefühl, was sich daraus ja auch ergibt. Und vielleicht auch gewisse Kulturkreise, die sich daraus ergeben, was dafür sorgt, dass man daraus halt Spiel machen kann. Dass man innermenschlichen Konflikt darauf ausbauen kann, zu sagen, ihr wohnt auf der einen Seite des Berges, die anderen wohnen auf der anderen Seite des Berges und ihr beide wollt eigentlich die Schätze aus dem Berg haben und ihr findet die von der anderen Seite schon immer komisch. Grundlage dafür, warum man das Story darauf aufbauen kann. Was ich halt einfach so einen interessanten Twist finde. Ich persönlich mag es nicht, wenn eine Fantasy-Welt gefühlt jeder zweite irgendein Fantasy-Wesen ist. Das ist halt, das ist cool für den Effekt. Das guckt man sich an und denkt sich, wow. Aber dann hört es ja halt doch ganz schnell wieder auf, weil dann das Abgefahrene normal wird. Und das nimmt halt dem Abgefahren die Möglichkeit, interessant zu sein. Ja, und dann noch die Idee, eigentlich passt das eher zu Plot-Ansätzen, aber ich habe es auch mit drin, dass es eine Händlergruppierung gibt, die damit arbeiten, Macht durch Geld zu haben und die sich halt langsam kleine Reiche aufbauen. Sprich, so ein bisschen Wirtschaftspunkte mit reinbringen, was halt dafür sorgt, dass man noch ein bisschen. Man kann halt an vielen Stellen ins Rollenspiel cool Sozialkritik einbringen und an der Stelle kann man auch Wirtschaftssozialkritik einbringen. Sprich, man kann sich halt mit so etwas beschäftigen wie, der Markt regelt das schon und kann das in ein Fantasy-Setting einbauen, um daraus eine coole Story zu basteln, die gleichzeitig die Leute sich fragen lässt, wie stehe ich eigentlich zum Kapitalismus? Oder man kann an Stellen irgendwo man kann irgendwo eine Planwirtschaft bauen und kann halt gucken, wie sich sowas entwickelt. Und daraus was basteln. Und dann habe ich mir schon mal zwei Plot-Ansätze zusammengelegt, mit denen ich mich irgendwann rumschlagen möchte. Das eine ist, die hatte ich ja gerade schon angesprochen, die Stadt mit der Kanalisation drin, wo ich dann ja dieses
Knockinock-Ding nutzen will, den Brigobrag, um mir das halt mal vorzubereiten, dass man halt eine Kanalisation bauen kann. Die Idee dahinter ist, dass es dann, dass das Ding regelmäßig Abenteuer anzieht, weil es da Schätze und Monster gibt. Es gibt vielleicht so eine Art Mythos-Kanalisation und vielleicht auch so etwas wie ein gewissen Maß Kanalisationstourismus. Nenne ich das jetzt mal so ein umschreibende Dinge, also sowas, wo die Bevölkerung vor Ort das weiß und damit arbeitet und es vielleicht dann auch teilweise so ein bisschen zur Schau gestellt wird, was das Ganze halt so ein bisschen bizarr wirken lässt, wenn man das erste Mal dahin kommt. Und die zweite Plot-Idee, die ich super cool finde oder schon mal benutzen wollte, ist eine Friedhofsinsel, und zwar eine ganze Insel, die als riesige Grabstätte gilt. Sprich, da werden halt Leute zur Beerdigung hingebracht. Und vor Ort leben halt so ein paar Grabpfleger und Priester, die sich um sowas kümmern, aber nicht viele Menschen. Was heißt, man kann da eine super coole Stimmung aufbauen und da könnte man halt dann sich damit beschäftigen als Plotansatz, dass ein äußerer Gott oder ein Nekromant kommt, der das halt haben will, weil Leichen, damit kann man Dinge tun. Und gleichzeitig da müssen sich die NSCs damit beschäftigen. Und ich habe schon so ein paar Kategorien vorbereitet, damit wir ein bisschen so eine Idee kommen, wo wir da hinwollen. Stuff, den man dafür basteln kann. Locations, das kann halt alles Mögliche sein, was halt irgendwie ein Ort ist, zu dem man kommt. Götter, sowohl innere als auch äußere. Plots, also so generelle Plot-Stories, die sich halt in der Welt dann anbieten oder in dem Ding anbieten, Antagonisten, weil einfach weil es Spaß macht, da cooler zu bauen, generelle Geschichte, da werde ich wahrscheinlich nicht so viel on Video zu basteln, aber wo ich da einfach mal so Geschichte schreiben kann, die in der Welt halt irgendwo bekannt wird, und harte Fakten, falls man das braucht. Und das Erste, wo ich heute so ein bisschen noch einen Blick reinwerfen will, damit wir auch ein bisschen Inhalt haben und nicht nur meinen Rumgebabbel über die grobe Idee, ist diese Friedhofsinsel. Hier habe ich nämlich schon eine Kleinigkeit zugeworfen, einfach so als Ideen Basis dafür. Das ist aus dem Urban Theosaurus, wenn man da nochmal eben mich einmal nochmal sieht. Der hat nämlich hier hinten drin, nach der ganzen Liste von Dingen, haben die so ein paar Tools. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da haben wir das letzte, die Yacht, und dann haben wir genau hier Appendix A und Appendix B. Das ist zwar das Emotional Value Tool, das kann man halt auch online finden. Und dementsprechend habe ich das dort gleich reingepackt und dann zur Beschäftigung. Und dann haben sie auch ein Beispiel dafür, wie das aussehen kann. An dieser Stelle ein Akkord, eine Location. Kitchen of Mary's Childhood Home. A place she had not visited for years. Warum ich denn jetzt reinbringen wollte. Und sie haben dann noch einen weiteren, also ein bisschen was hinten dran. Umblättern ist in diesen Büchern nicht ganz so leicht als Taschenbuch. Appendix G ist eine Setting-Checkliste, die werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so viel brauchen, aber prinzipiell ganz interessant. Und sie stellen natürlich auch noch ein paar weitere Bücher vor. Und jetzt haben wir hier, wenn wir da wieder rüber switchen, dieses Tool drin, wo ich einfach so ein paar Sachen festhalten will, die ich dafür generell interessant finde. Und zwar haben sie als Erstes bei Location Past oder Current Events oder Problems, die damit zusammenhängen, die vor allen Dingen die das symbolisiert. Und an der Stelle, ja, Emotionen, die das auslösen kann. Und was ich dabei halt als Dinge interessant finde, schauen wir uns mal unsere Liste. Nein, so wollte ich das nicht, verdammt. Die Liste will ich nicht hier neu daneben. So, und zwar, was halt da zugehören kann, ist Geliebten an der Stelle, also als Erstes Verlust von Geliebten, das könnte halt, das muss jetzt nicht eine Liebschaft in diesem sein, das kann halt Familie oder Freunde oder so etwas sein, mit dem man sich damit, die dort relevant und quasi bedeutungsvoll sein können. Dann der eigene Tod, das kann halt eine super interessante Auslösung sein. Was war das? Kingdoms of Amalur Reckoning war ein PC-Spiel, das mittlerweile auch eine neu aufgelegte Version bekommen hat, in der man im Endeffekt damit stirbt, dass man am Anfang, dass man getötet, oder damit startet, dass man stirbt, oder gestorben ist, so rum, und man landet auf in einem Jenseitsgebiet auf einem Haufen Leichen. Und von da aus geht man halt los und muss da rauskommen, weil die Welt halt von bösen Dingen überrannt wird. So. Mit solch einer Idee von, okay, wir beginnen mit, ihr habt alle keine Ahnung, wo ihr seid, aber ihr wacht auf der Leicheninsel auf. Boom. Voll der coole, die coole Möglichkeit. Und ich hatte noch irgendwas, wenn es um Symbole geht. Ich hatte vorhin noch, als ich mir das Ding angeguckt habe, noch eine Idee gehabt und jetzt ist sie gerade wieder weg, was sehr schade ist. Ja genau, was hier noch als Event ist, was mit dazu hören kann. Und mit Geistern. Einfach auf dem Sinne von, weil man da halt auch die Sache kommen kann von, möchtest du halt jemand Bestimmtes erreichen, möchtest du Verwandte wiedersehen oder so etwas. So damit kann man arbeiten. Dann haben wir hier, ich benutze das Ding jetzt, glaube ich, nicht zu 100%, wie es gedacht ist, aber ich packe sie halt einfach so rein, wie es mir passt.
welche internen Schwierigkeiten, also what internal struggles, also was, womit hat der Charakter intern zu kämpfen und was für Events und natürliche Aktivitäten helfen dabei, sich damit umzugehen. Und das, da gibt es euch auch wieder ein paar interessante Sachen. Zum einen emotionale Kälte, basierend auf Ort, der eine riesige Grabstätte ist, nennen wir es mal so. Und ich sollte natürlich auch Ort und nicht Orter schreiben, weil das der kommt dahinter. Gleichzeitig kriege ich das hier vernünftig. Ich baue das mal anders auf. Und zwar habe ich nämlich noch das, was ich. Ort, der eine Grabstätte ist und die. Wie nenne ich sie? Die Anwesenden. Sind sehr kalt, weil, naja, die leben da halt. Die verbringen ganz ihr Leben damit, nur Leute zu beerdigen. Das heißt, ja, kalt, man könnte auch noch sagen, ziert. Und haben keinen Bezug zum Leben selbst. Weil das hat ja nichts zu tun. So, die haben halt in dem Sinne keine Freude daran, irgendwas, also keine Freude an Lebensdingen. So etwas wie, hey, lass mal eine Party machen oder lass uns mal abends irgendwo sitzen und gemütlich zusammen essen. Warum sollten sie es tun? Sie beschäftigen sich nur mit den Toten. Was halt sich viel mit emotionaler Kälte beschäftigen kann. Dann kann man etwas, was uns sicherlich sich beschäftigen kann. Ängste, weil, naja, habe ich es falsch geschrieben? Ich habe aber noch ein E ans Ende, damit das sinnvoll Sinn ergibt. Und da kann man halt das nenne ich es mal so. Also dadurch, dass man halt so viel damit zu tun hat, was Verfall ist, und wie Leute sterben, kann das halt die eigene Verlustängste, die Angst vorm Tod selbst halt als Konflikt mit berücksichtigen. Ja. Character's Emotion. What unresolved feelings are stirred up by the character? How does the type of people around the character have present trigger emotions? Da können wir, also ich finde den Unterschied zwischen den Dingern zum Teil nicht ganz so einfach, aber ich glaube, da kann ich auf einen anderen, auf dieses wie triggern die Sachen eingehen, nämlich Wert, den sie füreinander haben. Soll heißen, wenn man an so einem Ort kommt, wo es halt um was eine Grabstätte ist und man da halt dann auch nicht nur, weil es dann so eine große, riesige Grabstätte ist, halt auch nicht nur eben kurz drüber geht, sondern wahrscheinlich ein paar Tage da verbringt, stellt man sich zwangsweise der Frage von, wie stehe ich zu diesen Leuten um mich herum? Wie würde es mir gehen, wenn von denen jetzt jemand stirbt? Wie wichtig sind die für mich? Solche Sachen können damit halt rumgehen und halt die Auslösung von außen haben. Man kann vielleicht auch noch damit aufführen. Damit kann man so ein bisschen arbeiten, quasi, was hat der Charakter verloren, was er wollen. Ich weiß, dass es ihm fehlt. Man könnte also in die Richtung gehen von Hintergrundgeschichte des Charakters aufgreifen und damit umgehen. Und auch interessant. NSCs. Wie stehen die Spieler zum Verlust von NSCs? Soll heißen, sind NSCs dazu Wegwerfdinge für euch oder achtet ihr vielleicht halt auch ein bisschen mehr auf die? Und dann kommen wir unten zu dem, wo ich mich am meisten fast drauf gefreut habe, nämlich Atmosphäre-Elemente. Was haben wir da? Da gibt es sicherlich einiges. Stille ist immer gut auf einem Friedhof, wird nur ohne T geschrieben. Fauliger Geruch bietet sich an. Wir machen das mal anders. Wir bauen das Ding mal ein bisschen anders auf. Und zwar, Geruch kann man euch ein paar mehr machen. Faulig. Da könnte man arbeiten mit so einem bewaldeten Geruch. Das ist bewaldet? Ja, doch, nicht mal einen bewaldeten Geruch.
Also die Idee von einem Friedwald, wo halt, ja, ein Friedhof in Form eines Waldes, sprich, man hat halt durchaus Bäume da mit drin und hat halt diesen Geruch davon mit drin, den man halt nicht unbedingt mit Tod in, normalerweise in Verbindung bringt, der einem dann dort aber entgegenkommt. Stille können wir übrigens auch vergessen, oder Stimmen klingt, das ist sehr klassisch Friedhof, aber bietet sich, glaube ich, an. Keine Ahnung, wie man die Dinger schreibt. Wahrscheinlich nicht mit Doppel-E, das haben wir nämlich im Deutschen nicht. Rechtschreibung. Doch, wir haben, er sagt, man schreibt Mausoleum mit Doppel-E, krass, wusste ich nicht. Lehen die. Die. Ja, wie stelle ich mir Mausoleum davor, von der Beschreibung her der Verzierung? Also nicht. Ich würde jetzt nicht sagen simpler, aber auch nicht prunkvoll, sondern die nachhaltig ist auch nicht das passende Wort. Die emotionslos verziert sind, müsste, glaube ich, die passende Worte haben. Also die Dinger werden halt schon Windungen haben und Steinbilder, die mit drauf sind, das ist aber nichts, was jetzt viel Emotionen mitgibt, die, wenn man das sieht. Also es ist nichts, was Freude auslöst oder so etwas. Was immer gut ist, Grablicht bringen, ist Teil des Lichtes. Könnte man auch noch kombinieren zu Dunkelheit, weil da bietet sich für sowas halt an. Kein natürliches, aber kaum, machen wir es vielleicht anders, und zwar Licht führt zu viel Rot-Blau und also das, was so dieses klassische, man kommt, hat man so ein grünes Leuchten, ein gelbliches Leuchten, ein rotliches Leuchten, sowas halt mit drin ist im Licht, weil es halt keine natürliche Lichtquellen sind, sondern halt dann erwähnte Grablichter, die da stehen. Und vielleicht hat man einfach mal so Kohlefackeln aufge. Kohle scheint auch eine gute Sache. Weil bieten sich halt an, weil Kohle. Also da kann man halt durchaus arbeiten, vielleicht auch von Erklärung, dass es die dann ein bisschen länger haltende Kohle haben, sodass die Dinge halt nicht täglich aufgefüllt werden müssen. Aber dass man sagen kann, so hier, alle paar Tage geht da halt einer rum und füllt überall die Kohlebecken auf. Um damit halt so ein grundlegendes Lichtverhältnis vorhanden ist. Ich hatte gerade noch etwas daher. Nebel. Rauch bietet sich immer an, um Sachen zu erreichen dabei. Wir hatten ja, ich habe ja am Anfang gesagt, da leben Prediger und also Priestermäßige und Grabpfleger, aber wir können auch etwas anderes mit aufbauen, und zwar Weinen der Trauerfrauen. Das ist theoretisch gesehen, müssen sich Frauen sein, aber das ist eine Sache, die ist. Ich weiß nicht, ob es die historisch aktiv gab, aber ich habe mal Gesang gehört, dass es sowas gegeben haben soll. Und vielleicht war es auch in irgendwelchen Fantasy-Settings, weiß ich nicht genau, aber ich finde die Idee sehr cool. Frauen, die halt im Endeffekt schwarz gekleidet zur Beerdigung kommen und vor allen Dingen weinen und trauern. Und das damit quasi der Familie abnehmen, indem sie das ausdrücken. Und dass man solche Leute halt auch aktiv auf der Insel hat. Und wenn halt gerade keine Beerdigung ist und deren Lebensinhalt. Ich habe um Gerucht geschrieben, bin ich. So schreibt man den. Moment. Ja, was. Oh Mann. Jetzt haben wir es aber langsam mal sortiert. Die dann halt, wenn sie halt gerade keine Beerdigung haben, trotzdem dem nachgehen, was ihr Lebensinhalt ist, nämlich da rumlaufen und im Zweifelsfall zu trauern. Das kann halt für super gruselige Ereignisse sorgen. Wofür. Ansonsten könnte man noch. Was man so ein bisschen an Location, also an Ansatzpunkten festhalten will, was es an vorhandenen Orten gibt, die halt jetzt hier noch nicht so groß bei angekommen sind. Wobei, die könnte man die da oben. Ja, die packe ich da nicht so sehr dazu, weil das da mehr so um dieses Theoretische geht. Oder den. Ein Anleger über den Schiffe kommt, ganz wichtig. Dann, wie heißt es auf. Auf Deutsch.
steile Klippen drumherum, was halt eine Grunderklärung ist, warum es diesen einen Anleger gibt oder vielleicht auch noch mal einen zweiten, aber es halt keinen bekommst von überall auf die Insel ist, sondern die halt so ein bisschen abgeschottet ist. Dann, Pelle brauchen wir garantiert in irgendeiner Form. Schreine über die Insel verteilt, war gerade auch ganz praktisch. Dass man also so kleine Wegschreine hat, die sich irgendwie relevant sind. Ein Langhaus, in dem die Insel weiter wohl. Ich hätte auch mal eine Bezeichnung von die Anwesenden. Wesenden leben. Wird auch. Das ist halt mehr so ein bisschen dieser Punkt von, was ist für Spiel praktisch, also das Langhaut ist mit, wo die leben, ist halt ein bisschen diese logische Erklärung von, wie zur Hölle sind die unterwegs, es muss halt irgendwo einen Ort geben, wo die halt auch mal ein bisschen Rückzugsfläche haben, um halt zu essen und zu schlafen. Die Bibliothek hat mehr die Idee von, dadurch, wenn wir eine Bibliothek haben, in der aufgezeichnet wird, wer da hinkommt und wo er beerdigt wird, heißt das, man kann theoretisch gesehen da hinkommen und kann sagen, liegt hier der und der. Und dann wird es dann Bibliothekar geben, der das Ding, der das halt raussuchen muss. Oder man muss selber durchgehen, je nachdem, wie es für die Story gerade passender ist. Oder aber man kann halt auch rumgehen und sagen, wir wissen das jemand nicht, wo finden wir das Grab? Und da muss man halt erstmal so ein bisschen Nachforscharbeit machen. Oder aber in der Bibliothek sind dann irgendwelche anderen Geheimnisse entdeckt, die man dann halt irgendwann finden muss. Also was das halt so ein bisschen Rollenspiel-Ansatzmöglichkeiten gibt. So, das sind jetzt die ersten Ideen, die ich zu diesem Ort sammle. Und damit habe ich ein ziemlich krasses Bild vom Kopf und ich habe über eine halbe Stunde geredet. Oh Mann. Ich habe also jetzt schon wieder recht lange geredet, obwohl ich eigentlich nur ein kleines Startvideo machen wollte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Wenn ihr Interesse daran habt, generell, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Falls ihr sagt, ihr habt Bock, sowas live mitzubekommen und dann könnt ihr in den Kommentaren halt live Dinge dazu schreiben, lasst mich das auch gerne wissen. Wenn da genug Interesse besteht, mache ich sowas gerne, aber ich bin halt erstmal ein bisschen skeptisch, ob ich damit genug Leute erreiche. Ich würde mich aber unheimlich freuen, wenn ihr generell so ein bisschen euch in den Kommentaren beteiligt, sodass man halt so ein bisschen Zusammenarbeiten daraus machen kann, denn ich will da halt jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, ja, wann auch immer ich dazu komme, ein bisschen weiter daran arbeiten und halt auch ein bisschen mehr damit auf dem Kanal wiederbringen, neben Schatten des Dämonenfürsten und generellen Vorstellungen von Dingen, einfach wieder so ein bisschen aktivere Sachen machen. Es würde mich freuen, wenn ihr euch daran beteiligt. Aber für heute war es erstmal das. Ich sehe gerade schon, ich habe ein Stück des Textes abgeschnitten, den zeigen wir jetzt noch. Und ja, das war inhaltlich eigentlich alles dazu. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.